Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und genau, Leute, ja, wir waren ja beim letzten Mal hier auf der Suche nach Ben, nach dem Sohn von unserem Kollegen Daniel. Und ja, ganz genau, und der ist zu einem Konzert gegangen, was hier im Park stattfindet. Allerdings ist dieses Konzert, ich will es mal so sagen, es ist speziell, sagen wir es mal so, weil die Hauptperson Eve ist. Und die Eve ist, ja, wie wir es wissen, eine mutierte Mitochondrien-Beschwörerin, die uns alle in irgendwelche Viecher verwandeln will. Und genau, hier gibt es doch ein Telefon, oder? Schade, hier gibt es kein Telefon. Gut. Oder was? Was haben wir denn jetzt? Ah, hier, genau. Hey, ah ja, Mensch. Genau, und wir hatten beim letzten Mal so einiges über die Story rausgefunden, dass diese Mitochondrien quasi freigesetzt werden wollen und ja, safe, ja, speicher einfach mal, komm, kann ja nicht schaden, auch wenn ich es mit Safe State mache. Und ja, ganz genau, es gibt nämlich doch Mitochondrien, die Menschen wirklich verbrennen können, so wie wir es da bei der Leiche sehen, und das ist schon richtig übel, was die Eve hier macht, und wir sind hier jetzt auf den Fersen. Alles klar, hier war doch irgendwo, meine ich, eine Schublade, oder? Eve war hier. Ja, genau, Eve war da. Hier war doch, meine ich, was in dem Zimmer. Ganz genau, Leute, seht ihr das? Inventar voll. Ach, ich hasse es. Gut, dann nimm der Medizin 1, komm. So, nimm das raus. Zooschlüssel. Der ist nämlich wichtig, verdammt nochmal. Ganz genau, Leute. Oh, hier ist noch was. Oh! Man kann das verschieben. Was haben wir denn hier in dem Schrank oder so, ne? Inventar voll. Ach, verdammt. Ja, ich weiß, dass mein Inventar voll ist. Was kann man denn wegschmeißen? Ich glaube, Revive M9. M9 kann man wegschmeißen, genau, die brauche ich nicht. Das war ja die Waffe, die wir beim letzten Mal gefunden hatten. Gut, was haben wir da? Oh, schaut mal, M203, und was haben wir da für einen Zauber? Schaut euch die mal an. Kann man hier irgendwie... Nee, kann man leider nicht. Was ist denn das für ein Zauber? Was? Ah, okay. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Nee, ich will die benutzen, hallo. Ja, ich möchte mich noch mal ein bisschen reinfinden hier. Schaut mal hier, M203, Leute. Die Werte gehen natürlich runter, ne? Ist klar, das ist ein Granatenwerfer, Leute. Wir haben einen Granatenwerfer gefunden. Richtig krass. Und, ja, die Werte gehen zwar runter, aber was mich interessiert, ist dieser Zauber da. Moment. Was mich interessiert, ist dieser Zauber. Add Heats Effects to Bullets. Genau, Leute. Das ist nämlich ein Hitzeeffekt, der unsere Kugeln stärker macht. Und den würde ich mir ganz gerne hier reinnehmen. Habe ich ein Tool? Moment. Tune Up Weapons. Habe ich was, womit ich hier das machen kann? Shit, ich habe keine Tools. Okay, egal. Dann heben wir uns die Waffe auf. Auf jeden Fall können wir mit dieser Waffe unsere Schuss in, ja, sagen wir es einfach, Granaten umwandeln. Richtig krass, mit dem Maschinengewehr können wir uns da die Granaten rauswischen. Okay. Gut, Leute, wir haben den Zooschlüssel gefunden. Haben hier eine witzige Musik und wir haben direkt einen Kampf. Das ist schon mal gut. Und direkt mal einen neuen Gegner serviert bekommen. Schaut mal, das ist ein Affe. Leute, das ist ein Affe mit einer Boomerang-Hand. Und der macht ziemlich viel Schaden, also würde ich ganz gerne mal hier weg. Wirklich. Und schießt drauf. Ah, verdammt. Seht ihr das? 21 Schaden, Leute. Das ist unglaublich. Ah, schaut mal hier. Wir haben ein Level Up. Alles auf Level 5. Alles auf Level 8, sorry. Active Damage ist noch auf Level 5. Und wir haben Max HP 101. Sehr schön. Wir haben wieder mehr HP, Leute. Dann werde ich mir allerdings jetzt mal angewöhnen, außerhalb von einem Kampf mich zu heilen. Mit meinen PE-Kräften. Ja, das sollte man tun. Das ist... kostet ja nichts, ne? Der PE-Balken, der lädt sich halt auch auf, wenn wir nicht kämpfen. Und ich wusste, dass es hier noch was gibt. Schaut mal, hier ist nämlich noch eine Kiste.
Hier. Da ist eine Kiste. Ein Tool. Das können wir direkt benutzen, Leute. Darauf habe ich nämlich gewartet. Ein Tool, um uns hier unsere Waffe zu editieren. Ganz genau, Leute. Ich würde nämlich ganz gerne diesen Zauber haben hier. Hier, diesen Heat-Effekt. Und 200, ja, genau. Gib mir den bitte. So. Dann haben wir jetzt nämlich schon eine richtig schön starke Waffe, Leute. Ihr seht gleich den Unterschied, weil der nächste Kampf, der kommt bestimmt. Das sage ich euch. Der kommt bestimmt. So, was haben wir denn hier? Oder geht's hier nur zurück? Nee, das ist nochmal neu. Gut, dann seht ihr das? Der nächste Kampf kommt bestimmt. So, ach so Scheiße. Was ist das denn? Das sind irgendwelche Scheißhaufen hier. Okay, interessant. Gut, schaut euch jetzt mal die Schuss an. Die verbrennen jetzt nämlich, schaut mal. Die verbrennen das Ziel, ja. Richtig geil, Leute. Und zack, zack, zack. Batz, seht ihr das? Ein Cure Potion haben wir bekommen, Leute. Poison. Genau, es gibt verschiedene Heil-Items in diesem Spiel für die verschiedenen Zustände. Und zwar dieses QP heißt Cure Poison. Hier, heilt und vermeidet Gift. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier schon mal ein QP. Was haben wir hier? Ja, wir haben hier noch so eine Tür. Ne? Gehen wir da rein, Eier. Ach, da will sie gar nicht. Okay, da will sie gar nicht rein. Was haben wir hier? Hier ist nur zurück. Und ja, Leute, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim guten alten Parasite Eve. Ja, ein richtig geiles Spiel. Oh, was haben wir denn hier? Geh mal zurück. Da gab's noch eine andere Tür. Und ja, diese geile Story geht weiter. Und ja, wir sind jetzt hier erstmal in dem Zoo nochmal drin. Im Central Park sind wir ganz genau. In New York im Winter 1997. Ganz genau. Nicht nur im Winter, sondern es ist auch Weihnachten. Ah, okay, jetzt dann sind wir wieder hier. Okay, ich verstehe. Alles klar, dann würde ich sagen, gehe ich aber nochmal kurz in diese Richtung. Kommen die Gegner jetzt nochmal? Nein, aber hier ist... Doch, die Gegner kommen nochmal. Okay, Leute, dann haben wir nochmal einen Kampf. Ah ne, das sind andere. Okay, das sind andere. Das sind nämlich zwei Vögel und so ein Boomerang-Haini da hinten. Schaut euch den an, wie der aussieht. So, seht ihr das Boomerang-Haini? Das meine ich. Batz. So, schön explodieren lassen die Viecher. Schieß schneller. Der will da gerade dich... Oh, Gott sei Dank. Der sieht schon krass aus, ja, der Affe. Schaut mal, das ist ein Affe. Das ist ein Affe, Leute. So. Wir verbrennen nämlich das Ziel. Aua. Mach den kaputt. Verdammt. So. Und Level Up. Wir haben wieder ein Level Up, Leute. Und wir haben einen neuen Zauber. Detox. Das ist ein... Na, jetzt habe ich den Müll mitgenommen. Egal. So. Detox ist genau wie QRP der Zauber dafür, um den Giftstatus wegzumachen. So, was haben wir hier? Ammo. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, schmeiß ich erstmal diesen Junk weg, weil das werde ich nicht machen mit dem 300 Junk sammeln oder so. Es nimmt einfach zu viel Inventarplatz weg. Stattdessen werde ich nochmal eine Medizin 1 benutzen. Ganz genau. Dann haben wir es nämlich wieder schön voll. Und können wir mal gucken, was hier drin ist. Was? Noch ein Weg? Okay, krass. Krass, Leute, aber ich meine... Moment, nein, geh nochmal da rein. Ich meine mich an was zu erinnern, dass es hier ziemlich komplex war, das Ganze, ne? Da hinten? Ah, erstmal Gegner. Das da hinten muss erstmal warten. So, wir haben zwei Vögel und eine Schlange. Okay, sehr interessant. So, dann zack. Lad nach. Zack, zack. Aber zum Glück geht das Nachladen auch von der AT-Zeit runter. Also von der Wartezeit. So, jetzt seht ihr das, Leute. Unten links haben wir so ein Giftsymbol. Und wir verlieren immer 4 Hitpoints. Das heißt, wir sind vergiftet. Und jetzt könnte ich theoretisch auch einen Detox machen oder das Cure Poison benutzen. Das mache ich auch mal, weil ich gehe gleich sterben hier. So, Leute, Items. Nutz mal ein Cure Gift, bitte. So.
Jetzt haben wir es nämlich weggemacht, den Status. Wegen dieser blöden Schlange. Und jetzt ist er wieder da. Das ist... Oh mein Gott. Ich bin gleich tot, Leute. Das ist ja unfassbar. So. Nimm diese blöde Medizin, ey. Blöde Schlange, wirklich. Ja, es ist schon echt schwierig. Manchmal. Aber... Jetzt sollte die Schlange doch bitte endlich mal bald mal sterben gehen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Schlange, was ist mit dir los? Warum mache ich keinen Schaden an dir? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen mysteriös, Leute. Warum hält die so extrem viel aus? Hä? Habe ich dafür... Was ist das? Oh Gott. Junkmedizin 1 plus 6. Ja komm, nimm mal alles. Was war das für eine Schlange, Leute? Oh mein Gott. Wir sind fast gestorben, ey. Und die Medizin 1 können wir direkt mal wieder nehmen. Und diesen Junk können wir wegschmeißen. Wo ist der Junk? Da ist der Junk. So. Bisschen Inventarplatz freihalten. Meine Frische. Gut, Leute, hier oben ist der Zooschlüssel. Da müssen wir noch nicht hin. Wir müssen erstmal hier weiter rechts rum. So, haben wir hier irgendwas? Leute, haben wir hier was? Das da hinten sieht so aus wie eine Kiste, oder? Nee, dann falsch, Fehlalarm. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Ich nehme es nach wie vor an diesem Samstagmittag auf. Hab gerade 2,5 Stunden Command & Conquer aufgenommen. Ach, und jetzt sind wir tatsächlich wieder hier, seht ihr? Also das verbindet sich. Das ist schon mal gut. Boah, zwei so fette Schlangen, Leute. Das ist mies. Wir machen auch wieder nur keinen Schaden an denen. Boah, Leute. Also ich glaube, da brauchen wir was anderes bei den Schlangen. Bei den Schlangen brauchen wir, glaube ich, diesen Brandeffekt nicht. Nee. Boah, geh weg, blödes Ding. Geh weg. Ach, Gott sei Dank. So. Wir machen nämlich keinen Schaden, wie ihr seht. Also das ist... 8 Schaden pro Runde, das ist nix, Leute. Das ist wirklich nix. So. Ich weiß nicht, warum wir an denen keinen Schaden machen. Es könnte aber sein, dass es echt wegen dem Flammeneffekt ist. Ja, der Flammeneffekt ist es. Ach, verdammt. Lauf! Lauf! Oh Gott. So. Alles klar. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun jetzt. Ein bisschen was zu tun, weil wir bei denen keinen Schaden machen, ey. Mensch. So, liebe Leute. Dann geht's mal weiter. So. Aber die eine muss doch jetzt mal sterben gehen. Wirklich. Und jetzt sind wir wieder vergiftet. Das heißt, ich muss einen Detox machen. Ganz dringend einen Detox. Moment. PI. Hier, Detox, komm. Nutz deine Energieeier. Und, werd das Gift los. So, haben wir es gleich. Oh, wir können nicht hier raus. Oh mein Gott. Okay, die wollen angreifen. Jetzt geht doch mal kaputt. Das ist doch nicht wahr. Warum gehen die Dinger nicht kaputt? Ja, langer Kampf hier. Ey, die gehen nicht kaputt, ne? Das ist unfassbar. PI, Detox. Komm, mach nochmal einen Detox hier. Verdammt nochmal. Also wirklich. Die gehen nicht kaputt. Was soll das? Normalerweise sind die Schlangen so einfach. So, die eine ist weg. Sehr gut. Haben wir jetzt nur noch die eine da. Und schieß. Schieß die kaputt, bitte. Oh, Gott sei Dank, ey. Wir haben wieder ein Level up. Also wir leveln ordentlich, Leute. Wir leveln ordentlich. So, gut. Heil dich mal bitte, Eier. Heal 1. So. Und nochmal ein... Eine Medizin, bitte. So. 115 AP haben wir mittlerweile. Also es geht wirklich schnell. So, hier ist eine Kiste. Medizin 2, sehr gut. Die brauchen wir auch. Weil diese Schlangen, die halten übelst viel aus. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ach, schaut mal hier, da ergibt sich das doch schon alles wieder. Na, hier kann man nämlich nicht weiter. Und jetzt haben wir nur noch da oben die Runde. Und dann, ja, gucken wir mal, was da hinten in der Tür noch ist. So. Aber erstmal hier. Ganz genau. Ach. Da war ich schon.
Ja gut. Leute, dann bleibt... Oder? Moment, nee, hier war doch noch was. Hier war noch was. Ich erinnere mich gerade. Irgendwas war hier noch. Oh, auf jeden Fall erstmal nochmal die Gegner. Die zwei Vögel und der Affe, ne? Ja, genau, die zwei Vögel und der Affe. Drei Vögel, oh mein Gott. Drei Stück. Ja gut, ich meine, dann leveln wir uns halt, ne? Das ist ja... Ach, verdammt. So. Wow. Batz. Okay. Und mach den weg. Los. Aua. Verdammt nochmal. Ach, der Affe da hinten, ne? So, mach den Vogel weg. So, zack, zack. So. Und den Affen, den kann ich jetzt schön aus der Distanz hier wegmachen. Oh. Nein, das ist... Okay, Leute. Ich hab verfehlt. Habt ihr mal einen Mist gesehen hier? Ah, geh weg. Ach, verdammt. Blödes Ding. Wirklich. Blöder Affe. So, liebe Leute. Dann weiter und schieß da drauf da los. Wir sind nämlich schon wieder fast kaputt. Das ist unfassbar. Jede Menge Junk. Ja, Junk. Junk kann ich nicht gebrauchen, Leute. Sorry. Wir kriegen ganz schön viel Schaden, ne? Merke ich gerade. Wir kriegen ganz schön viel Schaden, Leute. Junk. Weg. Junk. Ich weiß, das kann man auch bei diesem Typen im Polizeirevier machen, aber das brauche ich nicht. Nee, das werde ich nicht machen. Das ist zu sehr eine Frickelarbeit. So, was war denn hier unten links noch? Genau, hier war noch was. Ich kann mich daran noch erinnern irgendwie. So, hier ist doch noch eine Tür, Leute. Das war auch ja nichts verpasst. Genau, schaut mal hier. Hier ist nämlich noch was. Bevor wir hier noch irgendwas verpassen hier. Schaut mal hier, Leute. Wir haben hier so ein Affenhaus und oh mein Gott, die Gegner hier drin. Kleine Schlangen. Das ist okay, Leute. Kleine Schlangen sind in Ordnung. Ja, wobei, bei denen machen wir auch keinen Schaden. Ich glaube, ich muss diesen Effekt wieder rausmachen. Ich glaube, ich muss den Effekt hier zumindest... Ja, oder obwohl, ich kann ihn nicht entfernen. Ich kann ihn nicht entfernen. Das ist das Doofe, Leute. Jetzt haben wir hier nämlich... Mit den Schlangen haben wir extreme Probleme. Wegen diesem Effekt. So, und diesen, auf diesem kleinen Raum hier... Ist das auch gerade nicht so doll. So. Schieß den kaputt jetzt los, bitte. Die sind auch so schnell, ne? Die sind auch so schnell, die Dinger. Ja, das ist... So, mach die kaputt. So, eine ist weg. Sehr gut. Dann haben wir nur noch in Anführungsstrichen eine. Das geht dann noch. So, dann lauf einfach weg. Lauf weg! Oh Gott. So. Ja, es macht schon Spaß hier, die Gegner zu killen, aber es ist halt anstrengend, wenn man nur zwei Damage macht. Genau wie die Dinger. So. Medizin. Okay. Die werde ich direkt nutzen. Oder? Nee, macht PE und Heal One. Kann man nochmal machen, um uns hier voll zu heilen. Ganz genau, Leute. Ja. Das Kämpfen hier macht schon Spaß, aber es ist halt manchmal blöd. Oh, was? There are many types of rainforest snakes. Some are poisonous, but most are not. Ah ja, okay. Ich musste gerade ein bisschen aufstoßen. Es gibt also viele, viele Arten von Riedenwaldschlangen und einige sind vergiftet, aber die meisten halt nicht. Das haben wir festgestellt, dass die vergiften können. So, die sind giftig. So. So, die Riesenwürmer aus Südamerika sind sehr wichtig für die Regenwald-Ökosysteme. Okay, ich versuche es jetzt mal direkt zu übersetzen, nicht das auf Englisch vorzulesen. Genau, Leute, das versuche ich jetzt mal. So, was haben wir hier? Schauen Sie sich nach dem braunen Affen um. Einer unserer vielen, vielen verspielten Regenwald-Freunde. Leute, dazu sage ich jetzt erstmal nichts zu den braunen Affen. Wirklich nicht. Die sind scheiße, die Affen. Da sagen sie, das sind verspielte Freunde. Also, nee, danke. Mit denen will ich nicht spielen. Aber ich krall mir jetzt erstmal die drei Kisten hier. So, Medizin 2, Leute. Was haben wir hier?
nochmal einen Cure Gift, eine Giftheilung und Defense plus 2, Leute. Das ist gut. Das werde ich mir definitiv machen. Use. Und dann hier Defense. Das war dann unser Verteidigungswert unserer... Die Verteidigungswert unserer Weste mal erhöhen. So. Sehr, sehr gut. Coole Items haben wir hier gehabt. Cooler Mini-Bereich. Ich finde es auch lustig, dass sie hier die Affen so als unseren besten Freund darstellen. Auch wenn der uns mit seinem Arm bewirft. Also das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, das ist bescheuert manchmal. Aber gut, es ist halt Parasite Eve. Ne? Es wäre kein Parasite Eve, wenn es nicht bescheuerte Gegner geben würde. Wirklich. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt mal hier links hoch. Ach, jetzt kommt nochmal die Schlangen. Oh Mann. Die zwei Vögel und eine Schlange, okay. Der PE-Balken lädt sich hoch, okay, das ist schon mal gut. So, der eine Vogel ist weg und die Schlange, die hat mich mal wieder getroffen. Die hat mich mal wieder vergiftet, das Drecksvieh. Muss ich also gleich einen Cure-Poison machen, okay. Dann mach bitte einen... Oder ne, nutz das hier, das Item. Dann haben wir den Inventarplatz frei. Ganz genau. Ja, es ist so eine größere Schlange hier. Wie gesagt, normalerweise macht man mehr Schaden. Das ist, hängt vielleicht wirklich mit dem Effekt zusammen. Ne? Aber ist in Ordnung, Leute. Dann haben wir halt mal ein bisschen Spaß hier. Ist doch auch okay. Mit den Gegnern. So. Die haben wir nochmal 6 abgezogen. Uah. Ach, verdammt. Okay, gut. Nicht getroffen, Kollege. Die sind ja übelst nervig, die Dinger. Okay, dann müsste die jetzt aber verschwinden, oder? Was ist jetzt? Achso, der hat nur einmal geschossen, okay. Warum hat die nur einmal geschossen? Was ist jetzt los? Ich habe keine Munition? Bitte was? Bitte was? kann man denn hier irgendwie... Escape, ne? Change Weapon. Ach, da muss ich jetzt wirklich den... Ich habe keine Muni mehr? Warum habe ich keine Muni mehr, Leute? Das ist ja jetzt mal... Normalerweise hat man unbegrenzt Munition. Das ist halt wirklich... Das ist jetzt wirklich mies, Leute, dass ich jetzt keine Munition mehr habe. Was soll das denn? Okay, Heal 2 haben wir bekommen, Leute. Restore 60 Hitpoints. Warum haben wir keine Munition? Hä? Also irgendwas... Ja, das ist halt das Ding, weil wir halt keinen Schaden machen, ne? Weil wir halt nur 4 Schaden machen. Deshalb haben wir keine Muni mehr. Das ist so ein Problem in Parasite Eve. Also eigentlich... Ah, all die Tiere sind abgehauen. Witzig, ne? Das ist echt lustig, dass ich da keine Munition mehr habe. Was soll das denn? Okay. Dann muss ich aber gucken. Wir brauchen nämlich die Munition gleich für einen Bosskampf. Das weiß ich noch, Leute. Alles klar, gut. Wir haben keine Munition. Bitte was? So Leute, da ist eine Konzertarena. Wir sind da. Wir haben Eve gefunden. Und jetzt einen Kampf machen. Ohne Muni. Oh nee, das wird nix, Leute. Haben wir hier nicht noch irgendwo eine Muni-Kiste oder so? Oh mein Gott. Ich muss wirklich auf die Munition achten. Das ist unfassbar. Nee, da komme ich nicht rein. Nee, nee. Nee, nee. Also irgendwas stimmt mit dieser Waffe auch nicht, ne? Das ist dieser Effekt. Moment. Das ist dieser Effekt, den will ich bitte raushaben. Das ist ja nicht mehr feierlich, Leute. Dieser Effekt bringt ja gar nichts. Guck mal, wir haben 35 Schaden. Nee, den Effekt mache ich sobald wie es geht raus, Leute. Weil, das geht wirklich nicht.
Das geht nicht, Leute. So. Okay, alles klar. Da müssen wir gleich den Kampf mit dem Knüppel machen. Auch nett. Naja gut, dann probieren wir es halt mal. So, Eve, da bist du. Hi. Aber hier ist niemand, ne? Hier sind keine Leute. Die Feriensaison bringt uns allen Freude. Naja. Die Eve also. Okay. Und dieses Weihnachten wird das am meisten spezielle von allen. Ah. Sehr interessant. Es ist darum speziell, weil wir nie wieder, weil wir nicht mehr unter Kontrolle von einem Wirt sind. Wie ich seit Anbeginn der Zeit. Menschen sind schwach. Mitochondrien können sich selbst evolutionieren. Mitochondrien müssen jetzt über den Nukleus übernehmen. Die ist bescheuert. Die Eve ist wirklich bescheuert. So. Oh, Cutscene, Leute. Cutscene. Ja. Ich muss Backstage gehen und sie aufhalten. Okay. Boah, die Mucke, Leute, die ist so geil. Hört euch die an. Wow. Oh Gott, ein Kampf gegen Eve mit dem Knüppel. Na, das wird jetzt lustig. Alles klar, sie hat also die... Oh, schaut mal da. Wow, die Mucke macht gerade richtig Gänsehaut, ja. Wow. Okay, Leute. Kampf gegen Eve mit dem Knüppel. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, Eve. Die hat also alle das gleiche gemacht wie im Theater. Warum? Warum machst du das? Du schon wieder, aber du bist zu spät. Du ruinierst mir nicht nochmal meine Pläne. Anhalten. Bis weg. Okay, vielleicht müssen wir doch nicht kämpfen. Da wäre ich ganz froh drum. Leute, ich brauche Munition. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay. Eve ist weg. Eve ist also einfach weg. Okay, krass. Okay, Leute, die Eve, die hat also hier alle Leute wieder... Hat sie mal wieder hier verbrannt und beziehungsweise in einen riesen Schleimhaufen verwandelt. Schaut euch das an, Leute. Ja, dann eigentlich auch der Sohn Ben, ne? Der war ja mit hier im Konzert. Ach, ist das eine miese, Leute. Ich sage euch. Das ist so eine miese Frau. Boah. Na gut, sie ist halt abgehauen. Und da müssen wir jetzt halt mal hinterher. Oh, schaut mal da. Kleines Mädchen. Okay. Das kleine Mädchen, was wir da in dem Dings gesehen haben, ne? In dem Theater. Oh, schaut mal hier. Eine Kiste. Bitte, bitte Munition, ey. Bitte Munition. So. 15 Schuss. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Was ist das denn hier für ein Bereich? Den kenne ich ja noch gar nicht. Gibt's hier Schlangen? Ach du... Oh Gott, was ist das denn? Okay, Waffe wechseln, Leute. Waffe wechseln, definitiv. So, was ist das denn? Ach du Scheiße, Leute. Ein Rieseneisbär. So, macht ihr jetzt mal ein bisschen mehr Schaden? Ja. Jetzt machen wir mehr Schaden, Leute. Haha, so, jetzt geht's mal weiter. Alles klar. Jetzt machen wir wieder mehr Schaden. Aber den Bereich hier kenne ich gar nicht. Ist das ein... Ah, da ist eine Kiste, Leute. Da hinten ist eine Kiste. Gehen wir da hin, bitte. So, was haben wir denn da? Medizin 2. Sehr gut. Kann man hier noch irgendwas machen?
Den kenne ich gar nicht. Ja gut, egal. Da haben wir zumindest schon mal ein Telefon. Und da würde ich sagen, speichere ich das einfach mal. Genau eine halbe Stunde. Aber, ja, wie gesagt, ich mache es ja 45 Minuten, weil es momentan noch so ein Samstagsprojekt ist. Ganz genau. So. Weiter geht's, Leute. Hier war also nur dieser Eisbär und hat uns Muni gegeben. Sehr, sehr gut. Leute, die habe ich echt gebraucht, die 30 Schuss jetzt. Okay, wenn wir nämlich Schlangengegner haben, dann werde ich einen Knüppel benutzen. Ich muss echt einen Knüppel benutzen. Das ist... Ui! Mädchen. Okay. Interessant. Ja, das ist jetzt sehr verwirrend hier, Leute. Soll ich erst hier lang oder erst da links lang? Das ist das halt, ne? Ich weiß nicht, wo ich erst lang muss. Was ist hier rechts? Hier rechts ist auch noch was? Oh mein Gott. Ja, jetzt kommt das Labyrinth, Leute. Jetzt kommt das Labyrinth. Das Mädchen ist da hinten hingelaufen. Aber nee, Leute, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist erstmal richtig. So. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier angekommen bei den 1000 Wegen. Wirklich. Und mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Und ja, Leute, wie gesagt, also die Eve, die ist ja wirklich so rücksichtslos ohne Ende, ne? Ohne Rücksicht auf Verluste zieht die ihr Ding durch und das ist... Was ist das denn hier alles jetzt? Leute, wollt ihr mich verwirren nur einfach nur oder verkackeiern? Ja, da oben bin ich, glaube ich, hergekommen. Medizin 2, sehr gut. Leute. Da oben bin ich, glaube ich, hergekommen. Jetzt muss ich hier links weiter, aber... Da ist auch noch so ein Bereich, ne, oder? Oder bin ich da wirklich... Da bin ich hergekommen, okay, gut. Alles klar, Leute. Dann unten links weiter. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Okay, noch eine Kiste. Oh, 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 guck mal da, eine neue Weste. Und da ist ein Zauber, was mir sehr gut gefällt. Ja, die... Ja, obwohl, es ist gar nicht mal schlimm. So, Leute, wir haben da nämlich plus einen Inventarplatz. Zieh an. Ah ja, zieh an. Diese Werte werde ich, also diesen Verteidigungswert werde ich mir später importieren irgendwann. Auf jeden Fall, dieser eine Inventarplatz ist schon mehr wert als jetzt die drei Verteidigungsdinger. Also für mich. Oh Gott, das ist noch ein Vogel. So, mach die Vogel erstmal weg. Ja, jetzt machen wir richtig Schaden, Leute. Jetzt machen wir richtig Schaden. Mach diesen Eisbär weg. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir wieder die Hälfte unseres Lebens verloren. Mach schnelle kaputt. Ach, verdammt. Da hat er nochmal geschossen. Dann nehme ich mir nur die Ammo mit. So, und den Rest können wir liegen lassen. Können wir liegen lassen. So, Leute. Dann würde ich sagen, mach mal bitte einen Heal 2. Gut, dann ist nämlich unsere ganze PE erstmal weg. Weil wir müssen aufpassen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier nicht... Hier geht es irgendwie weiter, ne? Dass wir hier nicht sterben. Das ist, ja... Wo wir jetzt zur Not haben, war ein Revive. Das geht schon... Oh, Schlangen. Okay, Schlangen sind doof. Oder Moment, ich probier's halt mal aus. Nee, nee, die Schlangen können wir vergessen, Leute. Die Schlangen können wir vergessen. Gut, nimm den Knüppel. Damit ich da meine Muni nicht verschwende, Mensch. So, nimm den Knüppel und dann mache ich die Schlangen halt mit dem Knüppel im Arsch. Verdammt. Verdammt. Diese scheiß Dinger hier, ey, wirklich. So. Nein! Ach, renn doch nicht aus dem Dings raus. So. So. Ich spiele mit dem Knüppel, ja, das ist... Oh mein Gott. Aber das ist, der Balken wird da schneller voll mit dem Knüppel, habe ich das Gefühl. So. So, dann hier. Ach, Mann. Bleib doch mal in dem Bereich. Ey, das gibt's nicht, ne? Detox. So.
Malte, Detox. Ja, der Bereich geht schneller voll, wenn ich mit dem Knüppel agiere. Das ist so. Und verdammt nochmal. Dummes Vieh, ey. Wirklich? Gut. Aya, heil dich bitte. Heal 1. So, zack. Ah, diese blöden Schlangen hier, ey. Wirklich? Das war 9-9, okay. Ha! Aber es geht besser. Das geht besser. Ja, ja. Mit dem Knüppel gehen diese Schlangen besser. So, meine Güte. Okay, Leute. Hier ist eine Kiste. Inventar ist voll. Ja, was brauche ich denn nicht? Moment. Ah, Junk. Junk. Komm. Ja, ja, komm. Na, lass den Junk da drin liegen. Defense plus 1. Seht ihr? Wir kriegen die Items schon wieder. Sehr schön, Leute. Wir kommen weiter. Nein. Nein. Shit. Das war jetzt klassischer Fall von zu schnell gedrückt. Ich habe den Defense-Wert, den Defense-Zauber auf die falsche Weste getan. Ja, das ist... Das ist mies gelaufen jetzt, aber es ist okay, Leute. So. Ach, ich glaube dann... Hier diese Brücke, da erinnere ich mich nämlich dran. Dann sind wir nämlich gleich wieder oben, ne? Oder? Sind wir wieder oben oder was ist das hier? Was ist das hier? Sind wir jetzt wieder hier oben? Ja, okay. Wir sind wieder hier oben. Also das war ein Kreis. Ist schon mal sehr gut. Aber was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch? Moment. Das ist also... Das ist so scheiße verwirrend hier, Leute. Was haben wir denn hier noch? Von da oben bin ich hergekommen, ne? Ah, das ist zum Glück nur ein Kreis. Ist bestimmt eine Kiste, ne? Ist da eine Kiste? Nö. Aber ein Weg. Na toll. Noch ein Weg. Oh Mann. Das ist noch eine Brücke. Eieiei. Okay. Ach Gottes... Um Gottes Willen, ey. Wirklich? Das ist ein verwirrender Kack hier. Aber gut, ich glaube, hier rechts war die andere Brücke, ne? Wenn ja, dann gibt das logischen Sinn. Ja, genau, Leute. Das ergibt einen logischen Sinn. Das ist gut. Gut, Leute. Oh. Jetzt rennt auf einmal das Mädchen daher. Das ist komisch, oder? Naja, gut. Wir haben noch 7 Minuten. Das Mädchen ist echt mysteriös, muss ich sagen. Das taucht manchmal auf, manchmal nicht. Ja. Warum komme ich hier nicht rein? Ich will die Kiste haben. So, liebe Leute. Dann zack. Was haben wir hier? Ein Tool. Oh, perfekt. Perfekt, Leute. Das Tool. Okay. Dann mach bitte diesen... Hä? Warum nicht? Warum kann ich da nichts... Ich will diesen Zauber wegmachen. Kann man das nicht irgendwie wegmachen hier? Arrange Items? Nee. Das muss hier gehen. Warum kann ich da nichts? Hä? Moment. Warum kann ich da nichts? Warum kann ich die nicht ändern? Ich würde ganz gerne diesen Granatenschuss da raus haben. Ach, verdammt. Da habe ich mich so gefreut, ne? So, SV-Weste. Nimm dir bitte die Verteidigungswerte. Gut, dann machen wir es mit den Verteidigungswerten. Dann mache ich beim nächsten Tool dann den Schuss raus. Ich habe halt keine Ahnung, warum man das nicht ändern konnte. Ne? Egal. Halt. Stapfen wir mal dem Mädchen hinterher. ja. Ah, das ergibt alles einen logischen Sinn. Sehr, sehr gut. Ich dachte, ich würde mich hier voll verlaufen, aber... Nee, es geht. Es geht, Leute. Sau gut. So, hier kommen jetzt bestimmt nochmal Schlangen, oder? Blöde Schlangen hier. Was, keine Gegner? Ich wollte schon sagen. Gebiet ohne Gegner, was soll denn das? Oh, 4 Vögel. Okay, oh mein Gott. Ach nein, warum habe ich denn jetzt noch den Knüppel? Ach, verdammt. Nimm die M16. Bitte, was? Ah, hier, Change Weapon. So, M16 bitte.
Verdammt nochmal. Kein Knüppel hier. Ach. Bei den Vögeln braucht man keinen Knüppel. Wirklich nicht. So. Vier Stück von den Biestern, ey. So. Vier Stück von den Dingern. Aber die machen zum Glück keinen Schaden. Das ist das Gute. Komm schon. Jetzt schießt der Druff da los. So. So. Der ist auch kaputt. Sehr, sehr gut, Leute. Ihr Biester. So. Zack, ich krieg dich trotzdem. Ich habe eine große Range. Ach Gott. Nimm nur die Medizin mit. Den Müll brauche ich nicht. So, alles klar. Gut, Leute. Ja, eine ganze Folge in einem Gebiet. Ja, es ist halt groß. Was soll ich da machen? So, Heal 1 reicht da erstmal. So, perfekt. Dann kommt jetzt hier, glaube ich, an diese Szene kann ich mich erinnern. Hier kommt jetzt, glaube ich, so ein Eisbär, oder? Ich weiß, ich habe jetzt gerade ein bisschen gespoilert, aber ich meine, es ist so. Der Gegner auf jeden Fall. Oh nein. Ein Eisbär und zwei Schlangen. Das ist richtig doof jetzt hier. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Das ist ein schweres Gebiet jetzt. Das ist jetzt wirklich ein schweres Gebiet. Gut. Alles klar. Dann Club 1. So. Dann mach mal hier. Einmal draufschlagen auf die Scheißschlange da. So, dann nochmal draufschlagen auf die Ding. Nochmal draufschlagen. Ah, verdammt. Oh gut, ich muss mich heilen, Leute. Heil dich. So. Alles klar. Heal 2. Das ist so mies. Diese Schlangen, ne? Diese Schlangen sind so mies, wirklich. Verdammt. So. Hier machen wir zum Glück. Holy shit. Also ich muss jetzt echt mal langsam mal aufpassen. Medizin 2, Leute. So. Dieser scheiß Vergiftet-Status, ne? Das ist... Dieser blöde Vergiftet-Status von den scheiß Schlangen hier. Ich hasse sie wirklich dafür. Meine Güte. So, und komm rein. Sehr gut. Und wieder vergiftet. Shit, Mann. Oh, Mann. So. So, weiter geht's. Nochmal draufhauen. So. Dann PI nochmal, heil dich bitte. So. Nee, wir sterben hier nicht, Leute. Wir sterben hier nicht. Definitiv nicht. Also, Waffe wechseln auf das Maschinengewehr. So. Und dann... Komm schon, Balken. So. Sehr gut. Zack, zack, zack. So einfach kann das gehen, Leute. Wenn man wirklich nur genug Schaden macht. So, Leute. Wir haben 133 Hitpoints. Jede Menge Muni bekommen. Sehr, sehr gut. Und... Ja. Dann würde ich sagen, heile ich mich nochmal mit meiner PE und nutze ein Item. Dann sind wir nämlich wieder fast voll hier, sehr gut. Und wechsel bitte die Waffe, oder? Nee, das passt schon so. Okay, alles klar. Das passt schon so. Ich guck mal gerade, was... Mich hat hier gerade irgendjemand angerufen. So, alles klar, ja gut. Gut, dann können wir weitermachen hier. Gegner. Was für Gegner? Bitte keine Schlangen, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank, zwei Boomerang-Affen. Auch nicht schlecht. Warum komme ich hier nicht raus, verdammt nochmal? So, mach die kaputt. So, sehr gut. Und hier, zack, zack, zack. Lad nach. So, und... So, zack. Ah, der ist zu weit weg, deshalb. Aber es hat gereicht, Leute. Es hat gereicht. Ja, die Affengegner, die sind ja easy, ne? Aber die Schlangen sind so scheiße, wirklich. Naja, gut. Egal. Muss noch einmal eine 1er PI. So. Und ja, Leute, dann haben wir auch schon die Folge wieder voll. Oh mein Gott. Gucken wir uns nochmal kurz hier um, was es hier noch so gibt. Aber ich meine, hier gab es noch irgendeine Kiste oder so, ne? Moment. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ah, da sind zwei Kisten. Seht ihr, da sind zwei Kisten. CR Evade.
Critical Evade. Und ein Tool nochmal. Okay, Leute, die Sachen werde ich jetzt noch kurz benutzen. Und zwar auf unsere SV-Weste. Und das Critical Evade. Ja, das habe ich ja benutzt, ne? Und das Tool. Da kann ich ja irgendwie meine Waffe nicht mit ändern, ne? Das ist ja ein bisschen... Die kann ich ja nicht ändern. Ich weiß nicht, warum. Okay, Leute. Gut, dann ist egal. Geht das hier durch? Muss ich gerade mal gucken. Geht es hier durch? Hier geht es echt durch, ne? Ah, okay. Nee. Mm-mm, Leute. Da gehe ich noch nicht durch. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat von Parasite Eve, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, gehe ich jetzt noch kurz hier hoch. Gucken wir nämlich auch da oben raus, glaube ich. Und genau, Leute. Und wie es hier weitergeht, liebe... Oh, gut, dann machen wir den Kampf noch. Was wollte ich gerade sagen? Ich will ja nicht so sein und euch noch kurz vor einem Kampf hier verabschieden. Das ist... So, dann macht das kaputt. Gift. Okay, Gift, Leute. Auf jeden Fall, die sind kein Ding mehr hier. Nein. Wie das da, so. Zack. Die Gegner, die sind ja echt easy, ne? Außer diese blöden Schlangen. Ich weiß nicht, vielleicht behalte ich sogar die Granate. Ich weiß es nicht, Leute. Ammo. Sehr gut, Leute. Gut. Jetzt aber, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.